Hier lang. Schienengewehr. Geld. Wieder ein Lockpick. Hier ist etwas Geld. Okay, hier. Also was sie mir so an Geld zu schmeißen, das ist ja der absolute Wahnsinn. Warte mal, hier Lack und was? Da, noch ein Lockpick. Sehr gut. Ah, Audiolog. Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht gelebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Ich würde mich allerdings nicht wundern, da so denkt. Booker, da ist Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hat es Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Kein Problem, kriegen wir hin. Ich muss bloß in den Zeppelin ansteigen. Mit Musik, na super. Ich grüße euch. Oh. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum, seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Das ist Taube. Sei wie Taube. Scheiß auf alles. Sollten Sie rangehen? Ja, ich weiß. Hallo? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Ja, das ist schon seltsam. Geht's weiter? Oh. Tja, der Mann hat ein Ego. So wie Denkser. So, sehe ich noch irgendwas? Ah ja. Ja, schon wieder. Er hat mir doch das letztens hier so eine Flasche auch noch zukommen lassen. Witz. Willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Selber. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Ja. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Ja, ich bin besser als du. Ja. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Wie sieht's aus?
Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Ich würde sagen, erstmal die Gegend absuchen. Ich bin nicht taub. Ich höre, was die Leute sagen. Mr. Fink, warum müssen wir 16 Stunden am Tag arbeiten? Also, ganz klar. Nichts wäre mir lieber, als eure Arbeitszeit zu verkürzen. Aber Fakt ist, es geht nicht. Es geht warum nicht. Ist ja wie bei uns auf Arbeit. Da ist wieder eine Chiffre drauf. Dann müssen wir also das Codebuch finden. Was? Ja. Codepick. Sieht aus, als hätte man alles in den Good Time Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. Was? In welchen Club? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Good Time Club? Okay. Na, schauen wir mal. Ich weiß zwar nicht, wo der ist, aber... Puh. Ach, da ist der Good Time Club. Die Klage, die ich von Arbeitern am häufigsten höre, ist die, dass sie mit ihrem Los unzufrieden sind. Was quält ihr euch, frage ich. Da komme ich nicht hin. Da ist gerade noch gesperrt. Leute, haben sie den weggeboxt? Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Komm mal wieder runter da. Du wirst von den netten Polizisten erschossen werden. Was denn? Ja, ich komme gleich. Alles gut. Ist er gerade geblinkt? Das sah im ersten Moment so aus. Oh nö, da ist nichts. Dich könnte ich schon wieder. Mehr Geld. Was? Perfekt getimt. Könnte ich schon wieder bezaubern, aber was jetzt gerade so eine gute Sache ist, glaube ich eher nicht. Chance Boost. Das ist alles immer noch das ganz normale. Okay. Das sieht auch wieder aus wie so ein Teil, was man öffnen kann, aber... Ein Schloss wie dieses habe ich noch nie gesehen. Antidrucksperre, Federbolzen, Verschlussvorrichtung. Man braucht einen Rambock, um das zu öffnen. Was? Gut zu wissen. Medizinkits. Warte mal, ich tue mal hier... Ich riskiere das mal nicht. Falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme, auch ohne dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Keine Ahnung, ich habe Probleme. Ich kann dir gerne eine Kugel durch den Kopf jagen, da hast du auch keine mehr. Was? Noch ein neuer Bereich? Okay. Wie sieht's denn hier aus? Ah, okay. Leer. Essen.
Da könnte man auch jemanden reinschmeißen und einfach nur grillen. Apropos grillen, das wäre auch nochmal was. Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhibaum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Ah. Was meinst du? Alles klar. Es ist hier noch ein bisschen mehr religiös, als es im ersten, zweiten Teil überhaupt war. Hier liegt noch was? Komm ich aber nicht hin. Da kann ich erstmal. Boah. Die Kisten durchsuchen. Mr. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Hä? Hören Sie das? Unten ist jemand. Wie kann denn bitte unten jemand sein, wenn wir gerade unten waren? Verzeihung. Dann entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Booker. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Mei Lin. Und wo ist er jetzt? Im Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte, wo ist dieser Club? Luca, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi hilft Chen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chen Lin? Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Dann stellen wir alles auf den Kopf. Und zwar volle Kanüste. Yeah, so. Achso, das ist die Waffe. So, mein Problem, was ich jetzt immer noch habe, da ist der Good Time Club, aber kann er glaube ich... What? Oh mein Gott! Der ist ja... Alter! Ja, soll's auch. Für ein hässlicher. Ah, naja, gut. Munitionskapazität. Beim Schießen haben leere Clips eine 40% auf automatisches Füllen ohne. Oh. Was haben wir denn als Hut? Getriebekopf. Du wirst schwieriger zu entdecken. Ach so, das ist das. Ja, wir nehmen das erstmal mit. Ich kann Sie nicht leiden, Mr. DeWitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen Sie Ihren Mann. Ja, ja, nicht so wie andere. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich hier mache.
in Ordnung. Tut mir leid, was ich bei den Docs gesagt habe. Von wegen Gauner. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job ist Job. Das stimmt allerdings. Wollt ihr wissen, was Daisy Fitzroy und ihre Anarchistentruppe wollen? Streik, sagen sie! So, die Bullen sind ja jetzt. Nicht mehr. Oh! Warte mal. Bullen sind ja jetzt nicht mehr hier, da kann ich mich ja hier erstmal frei bewegen. Nice! Neue Stiefel, Nordoststurm. Wenn du einen Gegner von einer Skyline aus tötest, hast du eine kurze Unverwundbarkeit. Ist nicht schlecht, aber mach das erstmal. Jemanden von der Skyline aus zu töten. So, wo kann ich noch hin? Erstmal hier runter. So. Oh, also hier hat man irgendwelche Lieder aus der Zukunft. Musik? Sie kommt aus dem Rister. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. So kann man ein Lied auch dissen. Diese Lieder, die sind halt aus der Zukunft. Was ist aus der Zukunft? Bei uns ist es ja schon Vergangenheit. Aber ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich wirklich zulasse, dass diese Lieder abspielen. Guck mal. Ah, da, Lockpick. Halt. Nice. Teufelsguss, immer noch das gleiche. Okay. Sorry. Ging nicht anders. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mit der Bazooka besser gekommen wäre beim Handyman als mit diesem Granatwerfer. Kann ich allerdings jetzt noch nicht genau sagen. Muss kurz ohne mich gehen. Puh, kein Problem. Nachher bin ich bisher auch so ganz gut ohne dich klargekommen. Oh shit. Gut, das hätten wir. Da drüben ist noch ein Salz, da brauchen wir aber nicht hin. Nur zu, ich komme zurecht. Da können wir wohl jetzt nicht rein. Ah, jetzt nicht, ne. Aber nachher wahrscheinlich. Wir müssen also in den Good Time Club. Okay, aber ich will ein bisschen umgucken. Jetzt siehst du mal, hier hinten haben wir schon was. Früher hatte mich keiner beachtet. Dann dachten sie, ich hätte Lady Comstock getötet. Und alle waren hinter mir her. Ich bin nach Finden und habe mich versteckt. Bin untergetaucht. Je mehr sie gesucht haben, desto weiter bin ich abgetaucht. Das ist das Einzige, worauf sich ein farbiges Kind verlassen kann. Dass es unsichtbar ist. Ach, vor allem in DVD wie die Claudette. Also, keine Lockpicks, nichts. Okay, Präzision, Schrot, Repetierer. Revolver, Salve, Karabiner. Braucht man nicht. Haben wir mehr als genug. Salve haben wir auch mehr als genug. Okay. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Immer. Danke. Könnte ich aber auch nochmal vorgehen. Mir das eine Salz in die Tasche stecken. Oh, da liegt noch was.
Die ist auf Zehenspitzen? Warum? Mach du nur. Du willst das seltsam. Ach, hier war ja auch nochmal Salz. Ja gut. Ah ne, hier war nicht mehr. Gut. Ba, 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 da, da, da. Hier ist es, Mr. DeWitt. Ja. Jetzt müssen wir nur noch rein und Mr. Lynn finden. Und nenn mich bitte Booker. Bereich verlassen. Yeah! Der Good Time Club. Profil speichert, das heißt für uns, wir machen Schluss hier an dieser Stelle. Es ist, glaube ich, sogar schon Zeit dafür. Ich kann mich ja so noch kurz mal ein bisschen umgucken. Die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Aber ich habe sie seit dieser Verlosung da neulich beobachtet. Sie sind ein harter Hund und in solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie. Was wollen Sie, Fink? Tja, es droht ein Aufstand, David. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten Pickup-Mann wie Sie. Das sehe ich jetzt erst, dass der da dran hängt. Holy. Der war wohl nicht fleißig. Na gut. Ja, wie gesagt, machen wir Schluss an dieser Stelle hier. Ich bedanke mich natürlich vielmals fürs Zusehen hier bei Bioshock Infinite. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal im Good Time Club wieder hier in Bioshock. Bis dann wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß. Haut da rein. Ciao.